Was geht ab, Leute? Willkommen wieder zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute kommen wir mal zu einer kleinen Autovorstellung und ich würde sagen, ich übergebe direkt das Wort. Willst du dich mal vorstellen, Digga? So schnell, Mann. So schnell, ja. So schnell. Leon, 21, CLK Society, mittlerweile sogar Admin. Admin? Ja, einer der Admins. Okay. Ja, deswegen, wenn man mich kennt, dann bestimmt auch vom CLK Society Kanal und wenn nicht, dann vielleicht auch von TikTok, ne? Einer der wenigen CLKs auf MAE-Felgen. Wie man so schön sagt, einer der asozialsten in Deutschland. Ja, fangen wir an. Was hast du so zu berichten zu deinem Kfz? Ich kann ja erstmal mit anfangen. Das ist ein CLK 200er, 1,8 Liter Kompressor. Also eigentlich quasi die kleinste Motorisierung, was es im CLK gibt. Außer man fährt halt vielleicht noch einen Diesel. Also eigentlich halt wirklich die kleinste Motorisierung, halt aber Hauptsache die dicksten Felgen. Ja, keine Ahnung. Wird halt ein bisschen was umgebaut, ne? Wie man vielleicht unschwer erkennen kann. Ach, ist alles Serie. Genau, alles Serie. 19 Zoll MAE-Felgen. Fehlen jetzt halt diese Deckel, ne? Normalerweise hast du hier noch so Felgendeckel. Kann ich dir vielleicht auch mal, kannst dir ein Bild einblenden. Genau. Ne? Eigentlich. Bremssättel rot gefärbt sieht man hier auch direkt. Mit diesem Foliatec Pinselset. Die Felgen sind, ja, MAE Crownjuwelen. 19 Zoll, vorne 8,5 mit 2,25er Reifen. Hinten ist es eine 9,5er mit 2,65er Reifen, damit man auch die Kraft von diesem Drehmomentmonster auf die Straße bekommt. Ja, da wurde schon der ein oder andere Drift und Burnout, also natürlich auf abgesperrte Teststrecke, genau. Versteht sich, ne? Wir machen sowas hier nicht im öffentlichen Straßenverkehr. Ich muss gerade an den Clip denken. Was für ein Clip? Der vom Treffen. Ach so, ja, das war auch auf abgesperrte Teststrecke. Genau, ja. Wir haben nur, damit es echt aussieht, Straßenschilder hingehongen. Sieht man eigentlich sogar dann direkt hinten schon. Ist eine Ultrasport-Endschalldämpfer verbaut. Also quasi, also die rechte Seite kann man halt sagen, ist eigentlich fake. Oder was heißt fake? Aber es sind keine zwei echten Endtöpfe. Du hast quasi einen Endtopf, der linke, einen Strang. Hast ja auch keinen V-Motor. Und dann geht quasi hier hinten dran, hier ein Rohr rüber. Zu den beiden Endrohren, sag ich mal. Es kommt auf jeden Fall auf beiden Seiten Abgase raus. So ist es nicht, dass es komplett fake ist, aber wir haben jetzt keine zwei Bänke. Logischerweise beim Vierzylinder. Ja, Facelift-Rückleuchten sind verbaut, wenn wir hier hinten gerade schon wieder beim Heck sind. Da waren auch vorher lasierte Rückleuchten drin, die natürlich der Vorbesitzer eingebaut hat. Ich würde sowas natürlich niemals machen. Nee, Spaß beiseite. Danke an die Polizei. Das Bußgeld, auf das warte ich immer noch. Der Punkt in Flensburg schmeckt auch. Danke. Was haben wir noch gemacht? Hinten habe ich eigentlich eher weniger gemacht. Wie gesagt, ich musste natürlich auch Stoßstange dann hier ausschneiden, wie man sieht. Ne? Fachmännisch in meinem Hinterhof. Mit dem Dremel, war? Genau, mit dem Dremel habe ich das ausgeschnitten. War eh Krampf, wie gesagt, bis der hängt. Hört sich auch wirklich sportlich an mittlerweile für einen Vierzylinder. Liegt natürlich nur am Endschalldämpfer. Nicht, dass wir da noch irgendwas am Auspuff verändert haben. Nee. Das würden wir natürlich auch niemals machen. Oh Gott, das Grüße geht an die Polizei in Rheinland-Pfalz. Nee, hinten haben wir eigentlich, glaube ich, nichts mehr. Wie gesagt, hinten noch mit 25 mm Spurplatte. Vorne sind es 8 mm, wenn mich nicht alles täuscht. Hier habe ich es auch mal probiert, meine Lackierkünste raushängen zu lassen. Alter, das sieht ja echt richtig schlimm hier aus. Also an jeden, der seine Tür lackieren will, ich empfehle, wenn ihr diesen Look haben wollt, wie ich hier, mit dieser schönen Kante, nehmt einfach schwarzes Panzertape, dann spart ihr euch viel Arbeit. Ja, ist wirklich so. Digga, ich hätte einfach schwarzes Panzertape hier drüber kleben können und es hätte denselben Effekt gehabt. Kommt's auch wieder raus, gell? Ja, bitte, Bro, nicht auf die Macken filmen. Ja, Chayas. Chayas dürfen, obwohl Chayas sehen das im Dunkeln nicht. Ja, ne? Es gibt keine Macken. Die Felgen sind ja auch komplett. Genau, Shisha, ja, die Felgen sind auch ein bisschen zermackt, wie man hier sieht, vom Vorbesitzer. Also das war jetzt, ist da ja auch eine Delle drin. Das Problem ist bei dem Material, die kriegen sehr schnell Dellen. Also wenn du jetzt irgendwo aneckst mit der Felge, ist die nicht immer gleich nur zerkratzt, sondern die kriegen auch leichte Dellen, weil das sehr weiches Material ist, habe ich mir sagen lassen. Hassen auch gerade so Felgenaufbereiter, die hassen das aufzubereiten, weil das Material echt beschissen anscheinend sein soll. Ist halt so ein bisschen, ja, man muss es mögen, ne, die Felgen. Brauchen wir jetzt gar nicht irgendwie hin und her machen, dass das nicht alle feiern werden. Ist halt so, halt ein verrufenes Bild, ne, haben die MAE-Felgen. Ich mag sie, es hat jetzt nichts mit 187 oder sonst irgendwas zu tun. Ich finde einfach das Design der Felge einzigartig und es ist auch irgendwie mittlerweile auch Kult, ne. Also definitiv, gerade auch auf so einem Coupé. Richtig, gerade auf B-Säule Jock. Es ist halt
ein bisschen immer Ludenruf haben sie, ne? So, es ist halt Aushängeschild Kiez, aber das ist halt auch so, ja, ich meine, der Wagen ist ja auch so ein bisschen auf, also brauchen wir nichts vormachen, ne? Der Wagen ist ja gezielt so ein bisschen so umgebaut, dass er halt so ein bisschen so auch aussieht, aber das sollte jetzt, soll jetzt nichts an meiner Person verkörpern. Naja, dem Opa letztens hat's gefallen. Ja, der Opa letztens hat's gefallen, also BWL Marie, melde dich. Scheinwerfer sind jetzt auch neue Gläser gekommen. Haben wir, also die waren halt komplett gelb. Könnte man wahrscheinlich auch nochmal ein Bild einblenden. Mhm. Du hast ja letztens Bilder ja noch gemacht, genau, wo die gelb waren. Sind jetzt neue Gläser nur reingekommen, also Scheinwerfer geöffnet, neue Gläser. Böse Zungen würden jetzt behaupten, dass es von AliExpress ist. Ich sage dazu Original Mercedes, hat auch Original Mercedes Teilenummer. Also da ist wirklich eine Teilenummer drauf. Die Chinesen sind so dreist, die machen mittlerweile einfach die Teilenummer auf die China-Sachen drauf. Auf die Originalsachen. Ja, ja, auf die Originalsachen, meine ich ja. Genau, ja. Hat sich nur ein bisschen im Herkunftsland verirrt. Ah, okay. Dann haben wir Sidemarker, US-Sidemarker. Standlicht kann man sich jetzt auch drüber streiten. Also das ist nicht Serie. Der Wagen ist ein reines deutsches Fahrzeug. Erstauslieferung Deutschland, immer nur in Deutschland gewesen. Das ist jetzt, und die Stoßstange wurde jetzt auch nicht getauscht. Das ist noch die vom Wagen. Es ist einfach nachträglich dran gebaut. Es sieht halt ein bisschen cool aus. Etwas einzigartig. Kann man sich auch drüber streiten, ob man es mag oder nicht. Mhm. Ich finde es ganz cool. Sticht halt auch nochmal ein bisschen raus. Und gerade bei Nacht sieht das auch ziemlich cool aus, wenn die leuchten. Muss man halt auch die Stoßstange halt quasi Löcher reindrehen. Also sie sind halt komplett reingeklippt mit einer Lampenfassung und auf Standlicht geklemmt worden. Was habe ich noch damals gemacht? Hier, der Grill ist nicht mehr Serie. Der ist auch, also der ist original. Aber der ist schwarz. Der war bei der, ist ja eine Elegance-Ausstattung. Da sind die normalerweise Silber. Das ist jetzt vom Avantgarde der Grill in schwarz. Fand ich, sieht ein bisschen stimmiger aus. Dann hier das Mercedes-Logo ist schwarz mittlerweile. Das alte sah auch nicht mehr so schön aus. Bin ich auch am überlegen, ob ich mir das mache. Ja, das Schwarze. Wir haben das auch bei dem C205 gemacht von meinem Vater. Da sieht das richtig, also es passt halt. Ne? Es wirkt moderner, es wirkt frischer irgendwie. Ja. Jetzt muss ich noch kurz überlegen. Scheiben sind getönt. Das habe ich auch damals Dings. Ja, genau, der Wagen ist natürlich auch tiefer gelegt. Wie man vielleicht unschwer erkennen. Stimmt, darüber haben wir noch gar nichts gesagt. Genau, fahrwerksmäßig. Genau, fahrwerksmäßig ist hier jetzt drin ein. Ah, das sieht man vielleicht eher. Vielleicht noch. Na, vorne sieht man auch nicht mehr viel. Der Wagen ist mittlerweile zu tief. Also da sind eigentlich rote Federn. Hier sieht man auch noch so ein bisschen orangenen Dämpfer durchblitzen. Also es ist jetzt mittlerweile ein Koni-Fahrwerk verbaut. Beziehungsweise, was heißt Fahrwerk? Koni-Dämpfer. Sportdämpfer mit KAW-Federn, 50 vorne, 35 hinten. Macht dem Wagen nicht ganz so, also vorher waren H&R-Federn drin, 40-40, das war Katastrophe. Die hatten halt sehr, ich will nicht sagen, ja, Hängearsch, ne? Du hast halt gemerkt, der Wagen steht vorne viel höher als hinten. Sieht halt aus, als würde der Wagen gleich so abheben. Das sieht halt sehr komisch aus. Jetzt steht das schon ein bisschen stimmiger. Vorne könnte aber noch ein Ticken. Gut, was haben wir noch? Innenraum? Ich glaube, außen haben wir jetzt soweit alles. Ich glaube, ja. Wie gesagt, normalerweise, das sind jetzt noch Sommerfelgen drauf. Normalerweise gehören auch noch die Deckel da drauf. Die sind nur nicht drauf, weil ich, wie gesagt, die ja noch wechseln will. Normalerweise kommen jetzt auch die Winterfelgen drauf. Kommen auch wieder 19 Zoll drauf. Ach, ja. Innenraum. Kann man sich auch drüber streiten, ne? Ist es halt Stoff, ne? Das ist Stoffausstattung. Dann natürlich auch noch dieses Elefantengrau, wie ich es immer nenne. Eigentlich das, was keiner haben will, aber doch die meisten haben, weil es die meisten auf dem Markt sind. Also wenn du mal in den CLK-Markt schaust, sehr, sehr viele haben entweder schwarze oder halt dieses Grau. Spezielle Sachen, da gibt es ja auch noch diese Designio-Dinger und dieses, genau. dieses Cappuccino-Braun, wie ich es immer schön nenne, diese Ledersitze, finde ich mit am geilsten. Es gibt auch manchmal selten rote oder weiße Sitze. Das sieht richtig geil aus im Leder dann, mit schwarzen Zierleisten oder beziehungsweise mit schwarzen Armaturenbrett und Türdings. Dann ganz neu, normalerweise hat der Wagen, wie heißt denn dieses Holz? Ich weiß gerade gar nicht. Also normalerweise ist es so Wurzelholz, aber der Farbton hat einen ganz, ich hab's letztens noch im Kopf gehabt, ich weiß es gar nicht. Du kannst auch ein Bild einblenden, du hast ja auch beim letzten Shooting, sage ich mal, ja, Innenraum fotografiert. Da kannst du gerade auch mal die Mittelkonsole dann nochmal einblenden, wie die vorher aussah. Genau, ich finde, das ist das, was irgendwie so am meisten was ausmacht. In der Mittelkonsole auf jeden Fall. Es ist halt komplett jetzt der Wagen vom Holz eliminiert worden, kann man sagen. Es ist jetzt alles mit Alcantara-Folie von mir selbst foliert worden. Hast du die auseinandergenommen oder hast du die so? Nee, tatsächlich, das habe ich im eingebauten Zustand foliert. Mhm. Und das hier, da habe ich alles ausgebaut in der Mittelkonsole. Ja gut, das ist ja, glaube ich, nicht so. Genau, das ist auch jetzt nicht so schwer. Das wäre eher schwerer, das im eingebauten zu folieren. Mhm. Das kann man schnell ausbauen. Die hier geht nicht so einfach, weil du müsstest die Türpappe abnehmen. Hätte ich auch kein Problem mit. Aber
das Problem ist, die sind ziemlich ekelhaft hinten dran geklipst, teilweise auch noch, glaube ich, wie mit Heißkleber ein bisschen verklebt. Ja, ja. Das ist sehr komisch, finde ich. Ich müsste es auch noch mal sehen, schon länger her, wo ich die Türpappe mal ab hatte. Kommen wir auch gleich zu, weil ich dann noch umgebaut habe. Da müsste ich das wollte ich nicht. Ich habe einfach die Alcantara-Folie angelegt, eine alte EC-Karte von mir genommen, weil ich nichts anderes hatte. Ja, ist wirklich so. Und hier reingedrückt. Also ich bin entlang gegangen, habe die Folie umgelegt in die Kante und habe dann mit einem Skalpell das fein säuberlich abgeschnitten. Also sehr, sehr wichtig ist da, dass man ein sehr scharfes Messer benutzt. Wie gesagt, am besten Skalpell, dann kommst du schön in die Rille rein und dann ziehst du einfach entlang, dann kannst du gerade so abziehen und dann, das ging echt sehr gut. Und Mittelkonsole, wie gesagt, ausgebaut. Hm. Vielleicht noch zu den Stoffsitzen zu sagen, ja. Das war ja damals Aufpreis, gell? Hast du gesagt. Meines Wissens nach, ja, ich bin mir auch zu 1000% jetzt auch nicht mehr sicher. So wie mir das gesagt wurde, waren Tatsache Stoffsitze damals aufpreispflichtig und Leder war Grundausstattung. Also ich verfluche bis heute den Menschen, der diesen CLK damals konfiguriert hat. Wirklich, es ist so eine nackte Hütte. Also jetzt mal wirklich. Wir haben keine Sitzheizung, wir haben nur PDC, wir haben Grau, wir haben Stoff. Gut, Klimaanlage war Serie, das muss ich kurz überlegen. Wir haben kein Heckrollo, wir haben keine Sitzbelüftung, keine Sitzheizung, wir haben kein Memory. Das wäre, glaube ich, beim CLK, wo ist denn das überhaupt eigentlich nochmal? Ach genau, hier. Genau, hier sind normalerweise Memory-Sitze. Wir haben keine, wie heißt denn das nochmal? Kultursitze oder so heißt ach, das? Ach, Multikontur. Sitze, die haben dann hier an der Seite auch noch, dann kann man hier die Backen und so noch aufblasen. Aber ich schätze, es liegt vieles, was denn? Kultursitze, Digga. Digga, ich weiß, wie das heißt, ja? Es sind, Bro, es sind, ja, es liegt, glaube ich, daran, dass an den Stoffsitzen. Ich schätze, das geht wahrscheinlich auch nur mit Leder. Man sieht halt, hier ist alles mechanisch oder halt manuell verstellbar nur. Bitte da nichts verstellen. Ja, das ist alles. Den Beifahrersitz kann man nur für die weiblichen Personen verstellen. Aber auch nur für die weiblichen. Aber nur für die weiblichen. Ja. Fußmatten sind auch geändert. Normalerweise sind ja diese originalen Nadelfilz-Dinger da drin. Mhm. Diese auch grau gewesen. Halt wie das Lenkrad waren die Fuß. Das ist halt auch. Es war halt alles grau. Der ganze Wagen hatte ich angelächelt mit Grau und das sah halt komisch aus. Also beziehungsweise, was heißt komisch, es war halt nicht mehr zeitgemäß. Das ist jetzt auch hier das, wie gesagt, da wird das immer noch so schön Gardinenmuster, wird das immer geschimpft. Würde ich auch noch am liebsten. Also am liebsten würde ich den Wagen noch in Leder umbauen. Jetzt habe ich leider nur noch nichts gefunden. Mhm. Das ist halt wirklich katastrophal. In Schwarz dann? Schwarz ist schwierig, weil dann könnte ich vielleicht nur die Sitze machen. Ich weiß nicht, ich meine, dieses Teil kann man vielleicht auch einzeln tauschen. Dann würde ich das vom schwarzen Leder noch nehmen. Aber wenn ich schwarz umbauen müsste, können wir mal kurz festhalten, ich müsste alles schwarz machen. Türtafeln müssen schwarz, Sitze müssen schwarz, das hier muss schwarz, selbst hier von den Gurten, die Gurten hier müssen schwarz, diese Plastikteile von den Gurten schwarz, dieses Gummiding muss schwarz, hinten die Tafeln müssen schwarz, hinten die Hutablage muss schwarz, also du musst eigentlich den ganzen Wagen umbauen und ja, und das ganze Armaturenbrett muss raus. Boah. Weil sonst ist das ja nicht mehr bündig, weil du kannst dir jetzt halt vorstellen, wenn du dich jetzt reinsetzt, du hast jetzt hier alles schwarz, du hast dann hier die schwarze Türtafel, die schwarzen hinteren Tafeln, die sind schnell umgebaut, du machst aber die Tür zu und dann ist hier alles grau. Dann hast du hier richtig diesen Kontrast von hier zu dem Grau auf das Schwarz und du weißt, also wirklich, mich wird stören und jeder, der so ein bisschen Plan hat oder drauf achtet, dem wird das direkt auffallen. Ja, klar. Du denkst dir, warum ist hier vorne alles grau und warum ist der Rest des Wagens schwarz? Und das finde ich dann. Und Lenkrad muss getauscht werden, logischerweise, muss ja dann auch schwarz. Ja, ich glaube, das wolltest du ja sowieso noch. Genau, Lenkrad ist auch geplant, wahrscheinlich noch zu ändern, weil das ist halt auch schon sehr abgegriffen und ich habe es schon ein paar Mal nachgefärbt mit Lederfarbe, aber ich sag mal so, wie es ist, du kannst irgendwas Totes nicht immer noch zum Leben erwecken. Ja, genau. Irgendwas Totes ist es platt. Du siehst auch hier, Dings, Digga, das ist echt das Wort zum Sonntag. Wenn etwas tot ist, dann ist es platt. Aber dazu sage ich nichts. Aber die Kultursitze. Gut, der Wagen hat einen kompletten Sound-Upgrade bekommen, also eine komplett Hyphonics-Anlage ist verbaut, keine Standardlautsprecher mehr, klingt jetzt auch deutlich besser. Android-Radio. Vielleicht lässt du mich mal kurz ran. In 9 Zoll, genau 9 Zoll Android-Radio mit Apple CarPlay. Müsste sich auch gleich connecten. Genau. Mit Wireless CarPlay kann man dann halt perfekt
Oh, jetzt erstmal Standort geleakt. Ja, ist halt geil. Kannst ja auch mal da genau unten links, siehst du dann halt alles. Hast halt komplett Apple CarPlay. Das ist ja, schon ist halt, sehr cool. Ist halt wie bei mir jetzt. Habe ich ja jetzt auch geupgradet. Habe ich jetzt auch. Nur ist halt wie, außer halt bei dir ist halt ein bisschen größer und ist halt Touch, ne? Bei dir hast du ja das mit dem Regler. Genau, ja. Du siehst ja auch da oben direkt oben drüber, wie wenig Ausstattung der Wagen genau. hat. Genau. Normalerweise sollten diese Knöpfe belegt sein, aber bei mir ist halt wirklich nur PDC. Mhm. Also wenn jetzt PDC noch fehlen würde, wären wir echt in der kompletten Grundausstattung. Also wirklich in der kompletten. Hast du mal überlegt, so Aufkleber drauf zu machen? Ja. Nee, Bro. Genau, wenn du schon drin sitzt, hier natürlich Fußraumbeleuchtung ist verbaut. Und dann halt, das sieht man jetzt leider nicht, weil es nicht dunkel ist, hier ja natürlich diese Mercedes-Projektoren. Genau. Also wenn das Mercedes-Logo da auf dem Boden leuchtet, das sieht man leider, wie gesagt, jetzt nicht. Ansonsten, wenn man mal schaut, jedes einzelne Licht in diesem Bau, in diesem Auto wurde auch mit pinken Leuchten vollstreckt, sag ich mal. Kann man sich auch drüber streiten, ob man das fühlt. Gerade im Dunkeln sieht es echt richtig cool aus, auch wenn du Handschuhfach aufmachst, ist auch... Wie geht denn das auf hier? Unten, genau. Ja. Aha. Ist auch pink beleuchtet. Da sieht man jetzt noch den professionellen Eiskratzer. Ja, sind halt noch die Papiere. Ja, klar. Für die liebe Polizei. Gut, was also im Innenraum hätten wir dann eigentlich sonst fast gar nichts mehr. Dann das wird auch automatisch dunkelt das ab, wenn ich Licht einschalte und so und geht wieder hell. Vielleicht auch noch zu sagen, was mir jetzt aufgefallen ist. Ich finde das Display auch richtig gut eigentlich. Ja, ja, das ist echt geil. Wenn man sagen kann, das ist von AliExpress das Radio. Ist sogar einer der etwas teureren, sage ich mal. Aber es kostet trotzdem, du bist unter 200 Euro dabei. Du kannst hier mit den Lenkradtasten auch noch laut leiser machen, wie man sieht. Es ist perfekt. Es ist wirklich perfekt. Das Display ist schön scharf. Also ich empfehle es jedem. Die auf eBay sind eigentlich genau dieselben wie von AliExpress, nur halt mit einem Zwischenhändler und du zahlst quasi nur mal das Doppelte. Genau, also das würde auf eBay vielleicht über 300-400 Euro kosten. Auf Ali zahlst du 200. Und ich habe gewartet 9 Tage. Dann war alles da. Hab das eingebaut, es läuft. Auch manche sind ja skeptisch mit der Haltbarkeit. Das ist mir noch nie abgeschmiert. Es hat sich noch nie aufgehängt. Und das ist jetzt drin seit Mai. Und jetzt haben wir November, also schon über ein halbes Jahr ungefähr, noch nie Probleme gehabt. Und ich habe das Ding jetzt schon wirklich gequält. Manchmal, also ich bin sehr, sehr viel gefahren, auch mit Musik im Hintergrund, immer Maps und so. Das hat nie Faxen gemacht, das Teil. Grüße gehen raus an VAG, wo ich mit dem Golf 8 gefahren bin und sich wirklich das Infotainment ganze dreimal aufgehangen hat auf einer 2-Stunden-Strecke und ich am Rastplatz rausfahren musste und den ganzen Wagen neu starten musste, dass ich wieder meinen Google Maps hatte. Mhm. Katastrophe, wirklich. Das ist schon dann traurig, dass hier ein 200-Euro China-Radio besser funktioniert als in neueren Autos. Das soll jetzt kein Hate sein, aber ich finde es traurig. Ich kann es vielleicht auch mal verlinken. Kannst du mir den Link rüberschicken, wenn es interessiert? Ist, ich kann es mal schicken. Ich musste mal nur schauen, welches das nochmal gibt. Da gibt es ja tausende. Ja, manchmal auch noch vom anderen Anbieter. Du kannst auch immer nicht pauschal sagen, ob es jetzt das noch speziell von dem Anbieter gibt. Aber es sind immer alles die gleichen. Die haben alle den gleichen Rahmen. Mhm. Die haben immer alle dasselbe Grunddesign. Das passt auch noch in viele andere Autos, das Radio. Man muss nur den Rahmen dann halt anders kaufen für sein Auto. Also das würde jetzt auch noch in den CLS passen, in die S-Klasse vielleicht sogar. Na, S-Klasse jetzt nicht, weil da hast du ja diesen Doppelbildschirm. Aber in die E-Klasse, in den 211er wird das passen, in den 219er, in den 203, in den vielleicht auch noch 204, müsste man mal schauen. Ne, der 204, der hat glaube ich auch schon hier oben so ein Display gehabt. Ja, es stimmt, der hat auch schon so ein Display gehabt. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, welcher Wagen hatte denn noch so eine Mittelkonsole. Ich weiß müsste gar nicht. Man mal schauen. Auf jeden Fall viele ältere Mercedes passt das definitiv rein. Selbst in einen 190er könnte man das bestimmt irgendwie reinbauen. Ja, kommt halt immer auf die Passform. Da ist halt immer wieder ein bisschen... Du brauchst halt nur dieses Doppel-DIN so ein bisschen halt, ne? Mhm. Und dann kriegst du da die Dinger schon... Ach, quasi das Radius Doppel-DIN? Genau. Und du musst dann halt je nachdem dann einfach deinen Rahmen dann... Genau, den kriegst du dann meist fürs Auto. Okay, okay. Ja, hier sieht man auch noch, der Wagen hat jetzt 194.000 Kilometer, auch schon ein bisschen was gesehen. Schönen S natürlich. Ja, Stefan hat mich geblamed, dass ich immer ein C fahre. Also ich bin wirklich davor die letzten 30.000 Kilometer nur C gefahren. Ja, ich würde den zweiten Gang ausnudeln, wurde mir gesagt. Oh, jetzt fängt es ernsthaft an. Rieseln, Mann, gerade frisch gewaschen. Gut, Innenraum sind wir fertig. Ich würde noch mal Motorhaube schnell aufmachen. Oh ja. Weil da habe ich eigentlich auch noch was Kleines verändert. Achso, man kann jetzt auch mal zeigen. So sehen natürlich dann die Side-Marker aus, wenn sie leuchten. Die sind jetzt auf Standlicht geklemmt.
Hier ist halt auch LED verbaut in den Scheinwerfer. Ich mache mal Abblendlicht an. Ja gut, ist jetzt bei Tag wieder ein bisschen schwierig auf der Kamera, aber so vom Ding her. Sieht man's? Ja doch, man sieht's eigentlich. Ja, es wirkt halt ein bisschen gelblicher auf Kamera. Ja, ja. Alter, muss das jetzt regnen, ehrlich. So, da sehen wir das Aggregat. Ein V8 Biturbo, Kompressor, nee, Kompressor und Biturbo zusammen. Bikompressor, Biturbo und noch, was gibt's noch? Und Sauger noch oben drauf. Genau, und dreht bis 10.000 Drehungen. Genau. Ja. Genau. Wie man sieht, M271, auch schon ein bisschen was neu gemacht. Hier, der wurde mal neu gemacht. Thermostat war mal kaputt. Diese Unterdruckschläuche waren auch mal porös. Alles selbst repariert. Der hier ist neu. Wie man hier sieht, das wird direkt der Kenner sehen. Da stimmt was nicht. Das sind quasi, hier sitzt der Kompressor. Das ist hier unten das ganze Riesending da. Also das hier ist Kompressor. Hier kommt dann die Ladeluft rein. Genau, die kommt hinten hier durch in den Kompressor hier raus und hier wieder von hier unten hier wieder in die Drosselklappe rein in den Motor. Normalerweise sitzt da ein Schalldämpfer, quasi wie beim Auspuffen, Mittelschalldämpfer kann man sich vorstellen, der natürlich diese Kompressorgeräusche, ein Kompressor hat ja auch wie ein Turbo immer so ein bisschen so ein pfeifendes, spulendes Geräusch, sage ich mal. Kannst ja auch so einen Clip bestimmt einblenden mit so einem, diese Hellcats oder so. Ja, die genau, haben doch immer diese genau. Geisteskranken Supercharger-Noises. Das bewirkst du damit ein bisschen. Der hier muss nicht unbedingt, den habe ich extra getauscht. Das originale Teil führt sich so ein bisschen zusammen, wo quasi die Luft nochmal verengt wird vor der Drosselklappe. Was natürlich man auch nicht will. Man will ja so viel Luft wie möglich, das kommt. Somit hast du auch, also ich finde einen unteren, also es könnte auch Placebo sein, aber ich finde gerade so untenrum, wenn du das Gas antippst, war er danach ein bisschen direkter, sage ich mal. Also du hast gemerkt, es kommt ein bisschen direkter, weil die Drosselklappe natürlich die volle Volumen an Luft ansaugen kann direkt. Genau, hier ausgebaut und durch Turboschläuche ersetzt. Normalerweise sitzt hier ganz da unten, da siehst du diese Box da. Sieht man diese Box da ganz unten? So eine Plastikbox, diese gucken. Geriffelte, falls du das siehst. Nee, ich denke auf der Kamera gar nicht. Nee, auf der Kamera sieht man es. Im Echt sieht man es, ne? Aber direkt hier links unten. Auf jeden Fall, da sitzt noch ein Schalldämpfer für den Kompressor. Das ist eigentlich sogar der größte. Wenn man den noch ausbaut, dann geht halt natürlich, also da hast du wirklich Hellcat, Supercharge, Noises, sein Vater. Aber ist sehr, also ich wollte es machen, aber es ist sehr aufwendig. Du musst halt komplett Luftfilterkasten ab, mit Steuergerät musst halt abklemmen. Gut, die musst du hier alles abklemmen. Dann muss Ansaugbrücke ab und dann kommst du erst da ganz unten dran. Dann musst du die Box, dann musst du noch halb unterm Auto. Also es ist sehr, 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 sehr aufwendig. Das Ergebnis wird sich lohnen, aber ich habe noch nicht so die Lust dazu gefunden. Also wir gerade Ansaugbrücke ab, da musst du auch die Dichtungen neu machen oder macht man dann auch gerade. Das ist halt auch die Frage, passt das dann noch zum Auto? Wenn's dann das wirklich kommt schon cool. Einer aus der Gruppe hatte das damals bei seinem gehabt. Es klingt schon geil. Ja? Ja, es hat schon was. Ja, Scheinwerferdichtungen haben wir auch neu gemacht. Kannst du dich vielleicht auch noch dran erinnern, wo ich dir gezeigt habe, dass man die gerade so, also man konnte hier die nehmen und konnte die einfach abreißen. Jetzt ist das wieder schön geschmeidiges Gummi. Ja, und sonst war es das eigentlich. Ich glaube, sonst habe ich echt, also klar, Reparaturen, ne, ganz normal. Also man kann sagen, der Kaufpreis des Autos steckt schon mittlerweile wieder drin. Nur nochmal an, wirklich alles, was Reparatur angeht. Service rechne ich da jetzt eigentlich nie mit rein. Also der hat jetzt auch schon dreimal Ölwechsel von mir bekommen. Sogar erst vorletzte Woche habe ich es mal wieder eingemacht. Wenn wir jetzt nur rein Reparatur, Optik, Tuning, sage ich mal, gehen, bist du nochmal beim Kaufpreis. Und nein, auch wenn das immer behauptet wird, den Wagen habe ich nicht für 3.000, 4.000 Euro gekauft. Man kann ja mal auf den Markt schauen. Der Wagen hatte knapp ein bisschen über 160 gelaufen gehabt. Gerade für 200er Krieg damals gewesen. Also es war wirklich schwer, einen zu finden. Gerade auch noch in Schwarz oder generell. Also die 200er werden echt hochgehandelt mittlerweile. Also die 200er werden teilweise halt höher gehandelt als 240er oder 320er. Weil die Leute wollen halt nichts. Die wollen halt vielleicht einfach einen CLK, aber wollen halt nicht so viel ausgeben, ne? Ja. Oder den Unterhalt, ne? 240er, das Ding schluckt dir halt, also der 240er hat 170 PS, der schluckt aber nochmal 2-3 Liter mehr. Boah, im Schnitt. Okay. Für 7 PS, die du ja nicht mal merkst, und es ist ein Sauger. Also meiner Meinung nach geht der 200er auch besser als ein 240er, meines Erachtens nach. Du hast halt direktes Drehmoment durch den Kompressor. 320er, also wenn ich jetzt immer jemandem empfehlen kann, ob man einen CLK kaufen will, viele fragen mich das immer auf Instagram oder mal TikTok in den Kommentaren. 200er
Toyota kann man kaufen, wenn Steuerkette gemacht wurde, die okay ist. Teillastentlüftung, also Kurbelwellengehäuseentlüftung, dann hat der im Drehzahl, also im Stand so Drehzahlschwankungen, weil der Falschluft zieht. Kein Öl im Kabelbaum hat. Ja, und vielleicht auch Zylinderkopfdichtung haben die manchmal auch ein bisschen, aber das hält sich auch noch in Grenzen. Wenn das alles soweit passt, kann man die Autos kaufen. Ansonsten muss einem immer im Klaren sein, Steuerkette ist Nummer 1 Thema bei dem Motor. Also ich sag immer, wenn man sich's leisten kann, würde ich eigentlich immer einen 320er vorziehen oder halt direkt einen 500er, aber viele brauchen halt keinen 500er und wollen sich's auch nicht leisten. Da sage ich, ist der 320er perfekt. M112, das ist so ein solider Motor. Wirklich, ich habe also so viel aus der Gruppe, über 250.000, 260.000, 270.000, noch alles, teilweise die ersten Sachen drin. Klar, meine Wasserpumpe kaputt gegangen oder so. Aber du hast nie Probleme und Kette gar nicht. Keine Steuerkette, hast keine aktive Nockenwellenverstellung. Das ist alles, was der Motor an Krankheiten hat, hat der halt nicht. Sonst war es das, glaube ich, oder? Haben wir noch was? Sollen wir vielleicht noch einen Soundcheck mal machen? Ich muss mal schauen, wie warm der Wagen ist. Aber eigentlich müsste der noch ein bisschen Temperatur haben. Sehr den Kompressor. Stimmt, das ist genau das, was ich meine, dass dieser Schalldämpfer da draus ist. Du hörst den Kompressor viel mehr in höheren Drehzahl. Auch wenn du Autobahn 100 Landstraße wirklich durchdrückst, du merkst, wie der Kompressor dann richtig schön pfeift. Ist was anderes. Ich finde es immer eigentlich ziemlich cool. Ich finde es auch ganz geil. Und hört sich auch echt, für einen Vierzylinder hört er sich echt gut an mittlerweile. Definitiv. Es soll jetzt nichts Prollhaftes sein oder so. Ich wollte halt einfach nur, dass der Wagen sich ein bisschen besser anhört. Alter, es wird alles nass. Ach man. Zum Gesamtlook. Ne? Du hast jetzt so einen Wagen, hast den jetzt optisch so geil gemacht, sage ich mal, dass ich jetzt hier was vormache oder so. Es gibt ja viele, die machen dann gut. AMG-Paket fehlt dem Wagen natürlich noch. Das könnte man noch machen. Aber dass ich jetzt hier AMG draufklebe oder gezielt, was ich auch immer oft unterstellt, ja, das ist eine AMG-Auspuffanlage, ist aber gar kein AMG. Nein, es ist eine Ultrasport. Da steht nirgendwo AMG drauf. Hier sieht man es auch noch. Hier steht Ultrasport. Das ist halt alles immer so, was dir alles unterstellt wird. Ja, das soll ein Möchtegern AMG sein. Hörst du ja auch bei deinem Wagen öfters. Ja. Wobei ich bei mir eigentlich, jetzt mal abgesehen von dem Spoiler und gut Kühlergrill halt vom AMG dieses auch. Dieses Wetter, ne? Richtig, das ist es halt. Du willst gar nicht AMG irgendwie verkörpern so direkt. Du willst dir ja kein 63er daraus bauen, aber die Leute, die sehen das halt immer so. Ja. Ne? Die versuchen es halt, ihr Ding. Also wenn ich hier auf AMG gehen würde, dann würde ich definitiv keine MAE-Felgen drauf machen und auch definitiv, ja, dann würde ich mindestens mal auch mal ein AMG-Paket dran bauen. Ne? Du siehst ja, also ein Blinder erkennt ja direkt, dass das kein AMG ist. Guck mal, das ist ein ganz normale Vor-Facelift-Stoßstange. Eigentlich, ja, das will ich jetzt nicht sagen, die hässlichste Stoßstange beim CLK. Aber selbst die Mop-Stoßstange sieht schon ein bisschen sportlicher aus. Der Wagen hat unten keine Lippe dran. Das hatte ich auch mal schon überlegt, aber ich weiß es halt einfach nicht ganz so. Es soll halt nicht, der Wagen soll, könnte man ein bisschen sportlich machen, auch hin mit einer Spoilerlippe. Habe ich alles schon überlegt, aber letztendlich ist es ja kein Rennwagen. Ne? Ja. Es soll jetzt kein AMG sein. Einfach klassisch, clean, einfach mit dezenten Veränderungen, finde ich, ist er eigentlich ganz gut gelungen mittlerweile. Ich kann dir vielleicht auch mal noch ein Bild schicken, wie der mal früher aussah. Also hast du vielleicht noch vom Kauf? Ja, das wäre geil. Der erste Tag, wie ich den gekauft habe, habe ich noch Bilder bei mir. Alter Schwede. Ja, was ich vielleicht noch zum Auspuff sagen wollte, das habe ich ja auch letztens gesagt, als du vorbeigekommen bist. Beim Vierzylinder ist ja immer ein bisschen schwierig. Ich finde dann oft, neigt es dann dazu, ein bisschen so Richtung GTI zu klingen. Ja, richtig. Es klingt sehr schnell nach Golf oder nach, was gibt es noch? So Opel. i30N. Ja gut, i30N hat ja dieses... gibt es wieder Hate. Sind auch schöne Wagen, aber ich finde dieses Schubknall zu viel. Ja. Die haben ja wirklich dieses gezielte Bum, 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 Bum. Die sind gar nicht mal laut, die i30N. Das ist halt nur oft dieses Knallen, was halt diesen dB-Bereich natürlich in dem Moment sehr hoch treibt, weil du halt eine Fehlzündung raushaust. Halt durch dieses Schubknallen. Es ist
cool, sage ich, wie es ist, aber nur bis zu einem bestimmten Grad. Also ich könnte damit nicht länger als 3 Monate rumfahren, wie extrem das manche haben. Das wird mir auf die Nerven gehen. Also ja, wirklich. Natürlich. Es ist nicht meins. Das ist aber Geschmackssache. Das ist kein Hate. Das soll nicht angreifend sein. Mhm. Es ist, also ich würde es nicht machen bei mir. Ich kenne das auch, dass manche, die das beim 500er und so wollen, das ist ja mal so, nur wenn du halt aufs Gas drückst, mal eine Fehlzündung rauswirft oder mal einen Knall, finde ich ganz cool. Aber wenn du vom Gas gehst, auch bei den, also man muss ja jetzt nicht nur sagen i30N, sondern auch die neueren AMGs ja genauso, ne? Die Vierzylinder. Oder selbst der 43er, finde ich, der knallt echt, also gerade hier bei dem, der 43er, genau, beim 205er. Der knallt schon, das wäre mir schon ein Ticken zu viel. Der knallt mir zu viel raus, finde ich. Man munkelt, dass da vielleicht auch der ein oder andere bei einem 43er auch noch extra was, ne? Genau. Das machen dann auch viele. Wie gesagt, ich finde es nicht verkehrt. Es ist immer nur Geschmackssache. Ich würde es, wie gesagt, auch gewisse Zeit cool finden. Aber wenn du das Auto täglich bewegst, wird es einem auf die Eier gehen. Beziehungsweise ich würde es so programmieren, dass du so das auf den Modus machst. Dass es dann zum Beispiel ein Race Plus oder halt Race S Plus, wie auch immer, genau, da der dann richtig knallt. Und dass du im Sport schon deutlich weniger knallt und C vielleicht gar nichts. Das wäre dann, das wäre was Cooles. Eine coole Alternative. Aber alles andere, nee, Mann. Ich finde, hier ist das auch echt gut gelungen. Der klingt halt einfach ein bisschen tief. Bassiger. Richtig, der klingt nicht irgendwie ja, nervig aufdringlich. Er klingt jetzt halt einfach nur ein bisschen lauter und ein bisschen bassiger, wie du schon sagst. Es passt jetzt mehr zum Auto. Also es hört sich nicht im ersten Moment wie ein Vierzylinder an, finde ich. Es ist ein Vierzylinder, wenn du dann noch ein 3-4-mal hörst, weißt du, okay, da steckt ein Vierzylinder drunter. Aber jetzt beim Vorbeifahren würdest du, du wirst jetzt auch nicht denken, dass es ein 63er ist. Nee, auf keinen Fall. Und ein V6, der schreit auch ein bisschen mehr, sage ich mal. Aber es hört sich nicht direkt nach dem, du hörst jetzt endlich mal was. Ne? Ja. Und es ist nicht übertrieben. Nö, sonst gibt es eigentlich, glaube ich, nichts mehr zu dem Wagen zu sagen, oder? Nee, außen also, haben wir alles komplett abgehandelt. Innen gab es jetzt nicht so viel. Ja gut, innen nicht so, ja, Kleinigkeiten, ne? Ich meine, außen gibt es ja jetzt so gesehen auch nicht so viel, ne? Wenn du es so überlegst. Ja gut, Felgen, Abgasanlage, Facelift-Scheinwerfer, ja, gut, aber die Facelift Scheiben. Könnte man ja auch mal raus abziehen, sag ich mal, wenn der Wagen das jetzt sogar, wenn es jetzt ein Facelift wäre, wäre es ja normal. Also nur so gesehen ist es ja, ja Standard-Rückleuchten. Wir haben jetzt hier nichts Spezielles mit LED oder so. Also Hauptdinge an dem Wagen sind halt einfach nur Abgasanlage, Felgen, Tieferlegung, vielleicht noch Scheibentönung. Aber das ist ja so Standardpaket. Mhm. Ne? Also ich sag mal, an jeden da draußen, Felgen, Fahrwerk, Spurplatten, dass der auch das Fitment gut ist, das macht schon so viel aus dem Auto raus. Safe. Also wirklich, du kannst aus jedem Auto allein durch Tieferlegung und ein bisschen coole Felgen mit ja, Fitment sehr, sehr viel direkt rausholen. Da wirkt der Wagen gleich 10-mal cooler, meiner Meinung nach. Ja, safe. Deswegen, also selbst hier, da, wenn wir da hinten mal schauen, so ein, was ist das? Ist das ein Polo? Das müsste ein Polo sein. Ja, das ist ein Polo. Ich glaub, selbst wenn man den jetzt, ja, es muss ein Polo sein. Boah, guck mal hier vorne ohne Radkappe noch. Ja, miese. Wenn man den jetzt einfach nur tiefer legt, die Scheiben tönen und vielleicht noch so, keine Ahnung, was passt da drauf, vielleicht 17 Zoll Felgen mit einem coolen Fitment draufpackt, sieht der Wagen gleich schon viel cooler aus. Safe. Also wirklich, also da können selbst die kleinsten Autos sehr cool direkt aussehen. Nur man kann sich halt immer über Geschmack unterhalten. Ich sag ja, also es soll jetzt kein Front sein, aber es gibt da so bestimmte Gruppen an Autofahrern, die ja dann, neongrüne Felgen. Und ja, so Need for Speed Tuning mäßig. Ja, bisschen. Es muss nicht sein. Was ich auch immer ganz schlimm finde, ist diese Racing-Gitter in den Stoßstangen. Weißt du, was ich ja meine? Dieses wirklich, wenn man auf eBay einfach mal Racing-Gitter eingibt, diese Netze da, ja, es sieht halt wirklich, nee, sieht aus wie Gartenzaun. Wirklich. Ja, also ja, kein Front. Aber das gefällt mir echt gar nicht. Nee, sonst so, ist, glaube ich, alles gesagt zu dem Wagen. Eigentlich schon, ja. Soundcheck jetzt, hatten wir genau, vorne und hinten. Genau. Ja, eigentlich jetzt perfekt zum Shisha-Bar posieren wieder. Genau. Kiezwürdig, wie ich immer sage. Genau, apropos vielleicht noch im Kofferraum die Beleuchtung. Ja gut, da. Ja, ich weiß nicht, wie gut man es jetzt sieht bei Tageslicht. Nicht. Hier unten. Ja. Darf natürlich auch nicht fehlen. Wenn schon, denn schon. Ja. Überall direkt. Ja, LED-Kennzeichenleuchten sind natürlich auch drin, ne? Habe ich auch ganz vergessen. Sieht man jetzt auch nur im Dunkeln. Ansonsten haben wir eigentlich nichts. Sonst sind wir eigentlich soweit fertig.
mit dem Wagen. Wie gesagt, es ist, okay, man könnte noch ein bisschen, gerade so AMG-Paket würde dem vielleicht noch sehr stehen. Und Lederausstattung, aber ich schätze, da hast du auch schon sehr viel aus dem CLK rausgeholt. Meines Erachtens nach. Definitiv. Wie du schon gesagt hast, allein Felgenfahrwerk, wie der Wagen dasteht, das macht schon richtig viel aus. Hier der Emre zum Beispiel bei uns aus der Gruppe, der ballert sich jeden Sommer andere Felgen. Ja, kann man das machen, ist, ja. Habe ich ja bis jetzt so gesehen auch gemacht. Also ich hatte bis jetzt jeden Winter andere Felgen und jeden Sommer, also das hier jetzt auch. Also davor hatte ich ja die Keskin KT5, falls ich noch dran erinnert. Ja, ja. Vorher hatte ich auch andere Winterfelgen drauf, jetzt sind es dann auch neu. Die hat man bis jetzt auch noch gar nicht gesehen, ein komplettes Bild vom Auto. Die sollen noch drauf, gibt es aber auch noch ein bisschen Schwierigkeiten. Mhm. Tiefe Wunde, wo wir nicht weiter drauf eingehen wollen. nee, sonst habe ich eigentlich alles erwähnt. Klett kennt rahmenlose Kennzeichenhalter auch immer. Vielleicht noch ein bisschen dein Feedback zu dem Klett. Ja, das Klett ist, also ich finde das Klett nicht schlecht, aber ja, es sammelt sich halt hier der Dreck und hier an der Seite löst sich auch wieder so ein bisschen, aber das ist bombenfest. Also das ist das Geile an Klett, das ist halt so bombenfest, aber es ist halt nicht dafür gemacht, dass es nochmal abgeht. Mhm. Also beziehungsweise, dass man so wie du, machst ja immer dein Kennzeichen vorne ab mit Magneten. Ja. Wenn du hier dran ziehst, das, ich sag mal hier das Kuchenblech, danach sieht das Kennzeichen aus, als hättest du damit mit 300 km/h einen Unfall gehabt. Also ist das so gewellt und, ach, Katastrophe. Mhm. Nö, sonst ist aber echt, sonst haben wir alles, ja. Sonst haben wir wirklich, wie gesagt, viel, viel Arbeit, was man halt auch nicht immer sieht, ne? Ja. Du siehst halt, man sieht jetzt halt immer nur so, ja komm, machst du Fahrwerkfelgen rein, aber wenn da halt auch mal was kaputt geht oder wenn du auch sowas hast, dass du halt hier vorne die Radhausschalen zum Beispiel anpassen musstest, damit die Felge hier nicht schleift, die habe ich, normalerweise macht die noch so einen Buckel, da bin ich mit Heißluftföhn rangegangen, habe die nach innen gedrückt, das sehen halt viele da nicht, Gewinde mussten nachgeschnitten werden, weil die Schrauben nicht mehr reingingen, die waren einfach festgegangen. Ja, das war auch so eine Drecksarbeit. Die Sättel zu lackieren war wirklich ein Tag Arbeit. Das hat schon lange gebraucht. Also das sind halt alles so Sachen, die sehen halt viele Leute nicht direkt. Deswegen sage ich auch immer, egal was jemand für ein Auto fährt und auch gut, auch wenn auf vielen Tuning-Treffen wirklich sehr viele Serienfahrzeuge mittlerweile stehen, selbst wenn da nur ein Golf steht und du halt schon siehst, der hat andere Felgen und der liegt brachial tief und der hat auch vielleicht lackierte Bremssättel oder auch getönte Scheiben, der hat bestimmt auch schon viel darin reingesteckt, was man im ersten Moment auch gar nicht so sieht. Definitiv, deswegen. Ja. Ich meine, selbst bei dir, guck mal, dein Wagen sieht Serie aus. Ja, gerade jetzt. Blick, ja, jetzt mit den Felgen. Ja. Aber du hast ja auch schon sehr viel. Wenn du auch allein deine YouTube-Videos mal schaust, du hast ja auch schon ein paar Sachen gemacht. Es ist ja auch immer Arbeit. Ja, wobei es hält sich in Grenzen. Bei mir ist das auch das Klassische, ja, mal, halt. Du hattest das hier mal umgebaut, die hier. Ja. Die hast du jetzt wieder zurückgebaut. Ja. Grill gewechselt. Gut, die Serie beim AMG-Paket. Genau. Aber wenn du jetzt hier den hier noch machst, den in schwarz. Du hast, was hast du noch gemacht? Du hast diese Chrom-Dinger hier verbaut. Ja. Du hast die hier in Chrom folieren lassen und dann so in Silber, sag ich mal. Du hast die Scheiben tönen lassen. Genau. Du hast das Radio umgebaut. Du hast sich viel auf Innenraum konzentriert. Stimmt, ja. Die Lippe hast du verbauen lassen. Genau. Lassen oder hast du sie selbst verbaut? Die habe ich drauf machen lassen. Weil die muss noch lackiert werden. Habe ich zum Lackierer gebracht. Ich. Der hat die direkt draufgeklebt. Okay, aber trotzdem, weißt du, es ist halt trotzdem so Kleinigkeiten, wo jeder nicht direkt sieht. Diffuser ist auch original, ne? Der ist original, ja. Okay. Fragst du schon zum zweiten Mal. Schneiden wir raus. Nee, sonst wüsste ich aber echt nichts mehr zu sagen. Ja, sieht halt auch immer cool aus, ne? Also für mich gehören auch oft das Auto ziemlich breite Reifen. Definitiv. Es wirkt halt sehr cool. Also wir haben jetzt 265, wie ja schon erwähnt. Es war ja vorher 205er Reifenserie drauf. Boah. Du kannst dir jetzt mal vorstellen, 205er Reifen, was für, ja, Fahrradreifen, Bobbycar-Reifen. Ja. Waren jetzt mit der 4-Rohr-Abgasanlage. Genau, wollte ich gerade auch sagen. Kommt das schon richtig cool. Wie gesagt, die hängt hier halt noch ein bisschen schief. Auch tiefe Wunden, worauf wir nicht weiter drauf eingehen wollen. Ja, aber das ist ja auch so eine Sache. Allein wie viel Zeit du darin investiert hast, wie viel Arbeit, wie viel Nerven wahrscheinlich auch bis heute noch. Ja, also wie gesagt, auf Instagram sieht man ja manchmal in der Story, was ich da meine Qualen teile. Also da hat man ja, glaube ich, echt 5-6 Tage hintereinander nur Storys gesehen, wie ich nur an dem scheiß Auspuff gearbeitet habe. Weil könnt ihr übrigens auch mal abchecken, das Instagram. Ja. Verlinke ich. Kann man immer mal nachschauen, gibt es sehr viel Auto-Content. Vielleicht auch noch ein paar wilde Bilder nach diesem Video, man weiß es nicht. Ja. Ja gut, da sind ja schon ein paar Bilder von mir, hast du ja hochgeladen vom Bilder, letzten. Genau, sind ja schon Bilder drauf, die du gemacht hast. Genau. Ja, sonst haben wir eigentlich echt alles, ne? Ja, was willst du noch sagen? Wir sind jetzt bei, Digga, wir sind doch schon so lange, 48 Minuten. Tschüss.
Ja, du kannst noch ein bisschen da zurechtschnippeln, ne? Ja. Ja gut, aber viel Überflüssiges hatten wir jetzt nicht. Wurde alles gesagt, was gesagt werden soll. Das wird ein Content. Ich glaube, also ja, die Jungs von der CRK Society, die werden sich freuen auf das Video. Ich glaube auch. Die mögen es ja generell immer, wenn sie mein Gesicht sehen. Ja. Und wenn ich einfach irgendwas erzähle. Stefan würde, glaube ich, die kompletten 50 Minuten hochladen. Von mir. Safe. Wirklich, der würde einfach die kompletten, safe, einfach straight RAW-Datei. Yalla. Ja. Dass ich auch wieder sehe, hier auch mal irgendwas geschrappt. Ja. Hat er aber schon lange. Na ja, gut, ich würde sagen, ich bedanke mich dafür, dass du hier mal dein Auto präsentiert hast. Ich habe gedacht, das ist vielleicht ein bisschen cool, weil ich habe ja letztens auch mal mein Auto vorgestellt. Ist auch relativ gut angekommen, das Video bei euch. Dann habe ich gedacht, das könnte man vielleicht mal öfter machen. Dann gucke ich mal, wie die Resonanz bei diesem Video ist. Dann kann ich ja noch ein paar andere Jungs fragen, ob die vielleicht Bock haben. Und ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Checkt ihn auf Insta ab, alles ist verlinkt. Lasst dem Video gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Geil, Mann. Tiefbett wieder schön am Glänzen. Kannst ein Kind drin schlafen legen. So muss das. Kriegst nur neue Fans, Bro. Deutschlands bekanntester CLK 200. Ja, Mann. Ich glaube, das wird der Titel. Deutschlands asozialster CLK 200. Das ist ein guter Videotitel. Ich sehe es. Siehst du hier und da? Da hinten. Was ist das denn? Ey. Schon wieder neue Mängel entdeckt. Das schneiden wir im Video natürlich raus, ne, natürlich, wenn der wieder verkauft wird.